Zack und ab geht it. Ja, Wolski, so soll das sein. Ich bin mal wieder zum Bernie gegangen. Ich war jetzt seit gut 2 Wochen nicht mehr am Bernie und es wird mal wieder Zeit, ein bisschen was testen. Eine Stelle, wo ich noch nie stand, aber der Untergrund sah interessant aus und deswegen ab dahin und getestet. Ja, ziehen wir mal raus hier den Brocken. Ein bisschen stand ich hier schon und habe ein bisschen probiert an der besagten Stelle und es sieht bisher auch gar nicht so schlecht aus. Also, komm mal ran hier, du Lümmel. So, kleiner Spiegel wieder, jawohl. Ich habe hier natürlich verschiedenste Köderkombinationen, aber alles eine Geschmacksrichtung. Also, hier an der Stelle auf 35 Meter mal wieder auf 35 Meter ist eine Muschelbank. Und bei der Muschelbank habe ich mir gedacht, Alden, es gibt ja, wenn man die Map aufmacht, verschiedene Stellen, wo man Muschelbänke findet. Und ja, an diesen verschiedenen Stellen, ja, fängt man in der Regel auch ganz gut. Und ich habe einfach mal hier jetzt getestet, zum Beispiel, machen wir mal den ersten Köder hier, einfach nur auf normale Muschel. Ist ja eigentlich immer so die simpelste Möglichkeit, einfach nur Pop-Up-Rig, nur einen Maiskorn. Da muss man noch nicht mal irgendwie eine Futtermische reinballern oder sowas, sondern das als Basis einfach mal nehmen, schon mal testen, auswerfen und gucken, ob da was geht oder nicht. Und es ist tatsächlich auch die Route mit der höchsten Frequenz. Heißt also, wenn du einen Spot suchst, wo es jetzt um Frequenz geht und um nicht unbedingt die super dicken Brocken, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Auch wenn man hier natürlich jetzt so mit der HSV oder sowas steht, also mit einem Anfänger-Karpfen-Set. Hier gegenüberliegend ist ja noch dieser Anleger, dieser Steg. Auch von da aus so 15 Meter einfach hier in diese Richtung werfen. Ich bin ja jetzt hier ungefähr, ja, hier sind diese Doppelbäume. Ziemlich genau gegenüber ist dann hier dieser Anleger. Na, wo ist er? Ist er da? Ich glaube, da vorne ist er. Genau, und von diesem Anleger aus, wie gesagt, 15 Meter. Auch das ist immer eine gute Möglichkeit, einfach mal mit den Maiskörnern zu testen. Und da eben verschiedene Aromen auszuprobieren. Ich bin ganz froh, dass es jetzt in der Nacht eigentlich schon losgeht. Späte Abendstunden und Nacht, dass da die ersten Ergebnisse kommen. Oh, mit Brasse habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber mit Aaland und Barbe rechne ich eigentlich. Aaland ist schon da gewesen, hat sich also schon gezeigt. Barbe wäre auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht stelle ich aber auch gleich... Oh, ein bisschen weiter werfen. So. Vielleicht stelle ich dann aber auch gleich... nochmal ein Setup um es für Barbe vielleicht doch noch ein bisschen attraktiver zu machen. So, auf die 35 Meter. Zweites Setup hier. Da ist dann auch mal, da hatte ich dann jetzt später nochmal die Futtermische auch jetzt mit drauf geballert. Gucken wir mal eben rein. Futtermische im Detail. Ob das jetzt hier PVA ist oder ob das mit der Futterrakete ausgebracht ist, das ist ja wurscht. Bei der Futterrakete würde ich, glaube ich, dann eine geschlossene nehmen, dass die auch ein bisschen punktueller dann da landet. Hier sind auch große Partikel mit drin. Knoblauch und Muschel, Muschelsoße, Muschelfeeds, Wandermuschel auch noch mit reingehackt, Weizenkleie alles als Basis und dann gib ihm. Das ist hier gerade die Mische. Ich glaube, ja doch, einmal könnte ich, glaube ich, nochmal auswerfen. Und die dritte Variante, da war bisher erst einer drauf. Das ist Doppelmais. Und ich glaube, das Ding baue ich jetzt gerade nochmal eben um. Doppelmais. Es gibt ja zwei Varianten vom Muschelmais. Und in der Regel habe ich ja Muschelgrün mit drauf. Und das Ding baue ich jetzt nochmal um auf klassische Haarmontage. Gucken wir mal, was wir da für Möglichkeiten haben. Haben wir den Pellets-Muschel, Muschel-Pellets. Pfeffer und Muschel 18, das ist doch auch nicht so schlecht. Und sinkend Krabbe-Muschel, atlantische Muschel, Muschelfrüchte. Soll ich Krabbe nehmen? Ich glaube, ich nehme mal Krabbe-Muschel auflösend. 15. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht.
So, und das Ganze ist jetzt, wie gesagt, dann eher auf dem Grund. Genau, hier ist jetzt ja die Posi. Hier der ganze Bereich übrigens, alles komplett grün, alles grünlicher Untergrund. Theoretisch, wenn wir jetzt hier an der Muschelbank sind, müssten wir auch noch das LED-Core ändern auf eine andere Farbe. Und zwar, ich gucke gerade mal eben, gab es nicht noch ein anderes speziell für Muschelalgen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ich muss das nochmal raussuchen. Vielleicht weißt du das ja gerne auch mal unten reinschreiben. Ich nehme mal dieses jetzt hier. Detail, schlammiger Untergrund. Ist so ein bisschen gräulich, aber ich bin der Meinung, es gab noch ein anderes, was vielleicht dann doch eher noch für Muschelbänke war. Und vom Blei gehe ich da auch mal auf das Steinblei, einfach mal auf dieses Graue und dann raus damit. Hoppala, jetzt haben wir ja schon die frühen Morgenstunden hier. Also 35 Meter, es bimmelt auch schon. Zack, raus damit jetzt hier mit doppelt sinkenden Boilies, beziehungsweise Boilie und Pellet. Zack, da haben wir noch einen dran. Auch wieder schön auf einfachem Maiskorn. Ja, gar nicht schlecht. Also, jetzt ist es halt spannend. Geht es jetzt in den Morgenstunden richtig los? Morgenstunden bis Mittag rum. Das ist ja jetzt nochmal wieder wichtig und spannend, ob da was geht. Im Großen und Ganzen bisher, ich bin ganz zufrieden. Das fängt halt schon ganz gut an. Dafür, dass jetzt hier nicht wirklich viel Futtermische oder sowas drin ist. Zack, schöner Spiegel mitgenommen. Und wieder raus damit. Also, läuft schon mal ganz gut. Wie gesagt, wenn man hier jetzt eine hohe Frequenz haben will, würde ich sagen, dann eben komplett nur mit Mais. Aber ich teste ja auch auf ein bisschen dickere Brocken. Deswegen habe ich eben auch hier die dickeren Boilies auch mit dran. Ne? So, also lassen wir das jetzt erstmal so, wie es ist. Und ich würde sagen, wir gucken da gleich nochmal rein. Ach, gucke mal da. Das ist ja ein Ding. Jetzt hier in den Morgenstunden auf dem frisch ausgelegten auch direkt einen Biss. Das ist natürlich sehr angenehm und immer ein gutes Zeichen, dass es funktioniert. Das ist ja immer das größte, der größte Punkt. Man denkt sich irgendwie ein bisschen was aus und überlegt, wie könnte denn an der Stelle, was wäre denn dann das Richtige? Und wenn es dann so funktioniert, ist es doch immer super. Perfekt. Am liebsten natürlich irgendwie Barbe und sowas. Fände ich auch noch richtig geil. Wobei ich jetzt nicht eine spezifische Barbenmische rausgeschmissen habe. Wäre natürlich auch interessant. Na, ich wollte gerade sagen, ist der ein bisschen heller als normal. Komm mal ran, ihr Alten. Alter, 8 Kilo Geister oder was? Das schmeckt aber. Schön. 8 Kilo Geister. Ob ich vielleicht doch mal irgendwie alle drei so umbauen sollte? Schön hier mit Krabbelmuschel. Wäre doch mal ein Test wert, oder? Ja, gesagt, getan. Alle drei Routen gerade mal eben umgebaut auf das gleiche Setup. Immer noch die eine Route nur mit dem Futter jetzt drinne. Es sind mittlerweile jetzt 5... Packs nacheinander, also relativ, also mit deutlichem Abstand nacheinander drinne von der Futtermische und erster schäbiger. Ich werfe jetzt mal nicht erneut rein mit der Futtermische, aber nach wie vor jetzt hier mit den Pfeffermuschelpellets mit Krabbemuschel 15, also 18, 15 Muschelsoße. Und es ist tatsächlich auch gerade schon die erste Barbe reingerasselt. Zack, hier an der Muschelbank. Ich denke einfach so gezielt auf die, und da geht's auch weiter hier, gezielt auf die Muschelbänke zu gehen, ist halt immer durchaus eine Möglichkeit, wenn man irgendwie, ja, sich einfach unsicher ist, wo man hingehen sollte und wenn man einfach mal was probieren will. Ich glaube, da sind die Muschelbänke gar nicht so verkehrt. Na, komm mal ran hier, Alten. Na, wenn das so eine schöne, schwere Barbe wäre, hätte ich ja richtig Bock drauf. Na, aber die hat schon so ein bisschen mehr Widerstand. Wahrscheinlich nicht, ne? So, komm mal ran hier. Barben lassen sich so leicht reinziehen, weil die halt so stromlinienförmig sind, Alter.
So. Kleiner Spiegel nochmal, oder was? Ja. Und da ist er. Zack. Also, es läuft konstant weiter. Kann man machen. Ich würde sagen, es ist momentan noch kein wilder Hotspot. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, hier einfach auf Grund ist es schon mal nicht so ganz verkehrt. Gerade natürlich auch mit solchen seltenen, wenn die reinballern, ist es immer sexy. Barbe 2,5 Kilo. Auch das ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Nimmt man auch gerne mit. Und hier so ein seltener ist natürlich der Oberhammer. Das ist natürlich der Oberhammer. Immer wieder gern. Die ballern natürlich auch gut kohlemäßig rein. Aber auch, nicht vergessen, Aaland, Alter. Auch Aaland. Nicht vergessen, Aaland lohnt sich auch immer richtig, wenn man da eine Stelle hat, wo es läuft. Vielleicht einfach auch nochmal testen mit ein bisschen kleineren Boilies ran, ob man gezielt auf Aaland geht. Wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Oder einfach eine Mische nehmen, die auf Aaland-Basis quasi hier basiert sozusagen. Anstatt hier Sonnenblumenöl, dann nochmal Muschel. Und hier vielleicht nochmal zwei Muschelkomponenten dazu und den Rest einfach so mit drinne lassen. Kann auch ganz gut funktionieren. Also, es ist viel Platz hier zum Probieren. Viele Möglichkeiten hier. Einfach mal auswerfen. Was ist das jetzt hier? 68, 126, 35 Meter Attacke Vollgas. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri.